This recording. Die Aufnahme in diesem Beispiel wurde im Rahmen einer Expo erstellt. Jeder kennt bestimmt die Situation. Ein Interview sollte gemacht werden, die Umgebung ist laut, eine andere Gelegenheit bietet sich aber nicht, also findet man sich vorerst mal mit dem hohen Geräuschpegel ab. In unserem Beispiel finden wir uns auf der Musikmesse NAMM 2012. Hört kurz mal rein. Hey, it's Russ here at NAMM 2012. I'm back with Bobby Lombardi. Bobby, some people don't know that you were one of the people behind 11... Der Pegel der Hintergrundgeräusche ist eindeutig zu hoch und muss reduziert werden, um die Stimme der Interviewteilnehmer besser hörbar zu machen. Und da es sich hier einfach um einen nicht weiter definierbaren Geräuschteppich oder Noise handelt, bietet sich der Einsatz des D-Noise Modules an. Über den Learn-Button scannt die Software einen kleinen Happen an Hintergrundgeräusch. Danach klicken wir Preview und hören uns das Ganze mal an. Hey, it's Russ here at NAMM 2012. I'm back with Bobby Lombardi. Bobby, some people don't know that you were one of the people behind 11 Rack and all of that kind of stuff. Are you a... Okay, nun gehen wir mit der Noise Reduction etwas weiter. Hey, it's Russ here at NAMM 2012. I'm back with Bobby Lombardi. Bobby, some people don't know that you... Aber langsam beginnt der Klang einen doch etwas hohlen oder nasalen Charakter anzunehmen. Nun bieten sich einige der Möglichkeiten an, die sich unter dem Menü mit der Bezeichnung Advanced verbergen. Hier kann man zum Beispiel die Kontrollparameter für Tonal and Broadband Noise entkoppeln. Dann aktivieren wir nochmals den Learn-Button, um danach den Wert der Broadband Reduction isoliert zu erhöhen, dabei aber den Wert für Tonal Reduction gleich zu belassen und nicht zu verändern. It's Russ here at NAMM 2012. I'm back with Bobby Lombardi. Bobby, some people don't know that you were one of the people behind 11 Rack and all of that kind of stuff. Are you a closet rocker? And tell us all about how that all happened. I'd like to think that most of the people that were from DigiDesign as that transitioned to Avid, we were all closet rockers. I mean, it all came from music at that point. Hören wir mal, wie es nun klingt. Ich habe die Werte für Tonal Reduction und auch Broadband Noise Reduction nochmal leicht verändert, um auch die Artifacts zu reduzieren. Hey, it's Russ here at NAMM 2012. I'm back with Bobby Lombardi. Bobby, some people don't know that you were one of the people behind 11 Rack and all of that kind of stuff. Are you a closet rocker? And tell us all about how that all happened. I'd like to think. Das hört sich nun alles schon um vieles besser an. Jetzt braucht man nur noch den Process-Button zu aktivieren. Und da ich hier den Algorithmus D, den besten, aber auch den langsamsten angewählt habe, dauert es einige Momente, bis der Prozess durchlaufen und abgeschlossen ist. Aber ich denke, die kurzen Momente des Wartens lohnen sich durchaus, denn am Ende haben wir eine sehr, sehr gut klingende Audiodatei. Hören wir uns das Ergebnis nochmals an. Hey, it's Russ here at NAMM 2012. I'm back with Bobby Lombardi. Bobby, some people don't know that you were one of the people behind 11. Hey, it's Russ here at NAMM 2012. I'm back with Bobby Lombardi. Bobby, some people don't know that you were one of the people behind 11 Rack and all of that kind of stuff. Are you a closet rocker? Das war's auch schon für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal.